Und was sagen Sie zu Ihrem Sieg bei der Olympia? Ich bin überglücklich. Bei meinen ersten Wettkämpfen als Mann konnte ich nie eine Medaille nach Hause holen. Doch nach meiner Transition habe ich bei den Frauen ganze 8 Goldmedaillen nach Hause geholt. Danke an alle meine Fans und Zuschauer, die an mich geglaubt haben. Du glaubst, diese Geschichte ist wahr? Dann liegst du goldrichtig. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Video, meine toxischen Saiyajins. Heute geht es um Transfrauen im Frauensport. Und zwar geht es um den Fall Lia Thomas und es gibt Neuigkeiten. Aber fangen wir von vorne an, wer ist Lia Thomas? She's the swimmer who created shockwaves across the country. 23-year-old Lia Thomas. Lia Thomas pulling away. The UPenn swimmer making history in March as the first known transgender athlete to win a Division I national title. Lia Thomas ist eine Transfrau, die bei den Frauen mitschwimmt. Und wie ihr seht, schwimmt sie den Frauen hier easy weg und gewinnt die Meisterschaften. Natürlich ist er oder sie ohne Erwartungen in den Wettkampf gegangen. Lia, how did that performance measure up to your expectations coming into this meet tonight? I didn't have a whole lot of expectations for this meet. I was just happy to be here trying to race and compete as best as I could. Und auf die Frage, wie Lia Thomas mit der Kritik umgeht, die immer lauter wird, sagt sie folgendes. I try to ignore it as much as I can. Kritik wird also so gut wie es geht ignoriert. So geht man mit Kritik um. Lia Thomas war früher William Thomas und ist bei den Männern mitgeschwommen und war Platz 462. Hat als Erwachsene eine Hormontherapie angefangen, macht jetzt bei den Frauen mit und ist einfach Erster. Und meiner Meinung nach ist das einfach unfair. Denn er hat die männliche Pubertät durchgemacht. Das heißt, die Knochendichte ist höher, Testosteronlevel ist höher, Muskelwachstum ist schneller. Die Hände, Füße und die Arme sind länger, was beim Schwimmen vielleicht einen Vorteil ergibt. Und ich meine, schaut euch mal den Kollegen an, der ist breiter als ich. Markus Rühl 2.0. Und hier nochmal im Vergleich zu den anderen Athleten, die sehen aus wie Kinder neben denen. Das wäre ja so, als würde ich zu den Boxweltmeisterschaften gehen und gegen Grundschüler kämpfen. Natürlich hat die Thematik große Aufmerksamkeit bekommen und viele Transaktivisten haben sich gemeldet und versucht, ihn zu verteidigen. Genauso gab es die Gegenseite, und zwar die Feministen, die sagen Safe Woman Sports. Daraufhin wurde Lia Thomas selber laut und hat sich zu den Ganzen geäußert. The women who signed the letter anonymously said that they absolutely supported your right to transition, but they simply think it's unfair for you to compete against cisgendered women. You can't go halfway and be like, I support trans women and trans people, but only to a certain point, where if you support trans women as women and they've met all the NCAA requirements, and then I don't know if you can really say something like that. Trans women are not a threat to women's sports. Er oder sie sagt mit anderen Worten, wenn du Transmenschen supportest, dann musst du sie auch beim Sport supporten. Und das sehe ich anders. Man kann ja Transmenschen supporten und trotzdem sagen, ey, das ist ja ganz klar unfair. Ich meine, noch auffälliger geht's ja nicht. Du warst 462. bei den Männern, bist dann zu den Frauen gegangen und warst Erster. Spätestens da muss man doch sehen, dass der biologische Vorteil einfach zu heftig ist. Aber schauen wir uns mal die Fakten an. Bei den Schwimmmeisterschaften, wo Lia Thomas teilnimmt, darf wohl jeder Verband selber entscheiden, wie die Kriterien für Transfrauen sind, und das ist einfach nur schwach. Ich habe mal bei der Olympia nachgeschaut und da ist es tatsächlich geregelt. Bei der Olympia ist es so, dass dein Testosteronspiegel 10 Nanomol pro Liter betragen darf. Was meiner Meinung nach auch kritisch ist, denn eine normale Frau hat zwischen 0,3 und 2. 10 wäre einfach 5-mal so viel wie der Oberwert einer normalen Frau. Bei Männern liegt der Wert zwischen 8,3 und 32,9. Also mit 10 wärst du theoretisch auch ein Mann. Und das Krasse ist ja noch bei Lia Thomas, dass sie noch keine Transition gemacht hat. Das heißt, ihre Gurke ist noch da unten. Mit anderen Worten, sie hat noch ihre Gurke und die 2 Murmeln dran, mit der sie Testosteron produzieren kann. Was sagen denn Experten zu dem Thema? Are you saying that years of hormone therapy cannot put trans women in a place to compete with cisgender women? I think that evidence so far would suggest that periods of a year, 2 years, 3 years, 4 years is probably insufficient. Der Experte sagt dir, dass selbst wenn du 4 Jahre auf Hormonersatztherapie bist, du immer noch einen genetischen Vorteil gegenüber den biologischen Frauen hast. Aber es gab auch Stimmen von den Athleten selbst, die gegen Lia Thomas angetreten sind.
started swimming at the age of 4. I'm 22 now, so I dedicated 18 years of my life to swimming. And so my senior year, I had made it my goal to win a national championship. Middle of our season, all of a sudden, this person, Leah Thomas, comes out of nowhere, posting the fastest times in the nation by multiple seconds. Never once did it occur to me that this could be a male. Until, of course, an article was posted saying that Leah Thomas was formerly Will Thomas and swam 3 years on the men's team at University of Pennsylvania. Stell dir mal vor, du bist eine Frau, trainierst seit 18 Jahren, also dein ganzes Leben lang, um bei den Wettkämpfen was zu reißen, und dann kommt jemand aus dem Nichts und bricht deine Rekorde. Und dieser jemand ist dann ein biologischer Mann. Day of competition, both qualified for finals, top 8, almost impossibly enough, we tied. So I go behind the podium and the official looks at me and Leah. He says, we don't really account for ties. So Leah takes the trophy. And I said, okay, well, why are you giving this trophy to Leah? And he kind of stumbled, but he said, well, Leah has to take the trophy home because Leah has to have it for pictures. And so that's truthfully when I was done waiting for someone else to stick up for us, because I thought someone who was supposed to be protecting us would protect us. Sie ist also dieselbe Zeit wie Leah Thomas geschwommen und trotzdem hat Leah Thomas den Pokal bekommen für Fotos. Also die Athletin tut mir wirklich leid an der Stelle. Aber auch andere Athletinnen haben ausgepackt. What they went through is criminal. They were forced every week to go to mandatory LGBTQ education meetings to learn about how just by being cisgender they were oppressing Leah Thomas. Das muss man sich mal geben. Die Athletinnen wurden gezwungen, in sogenannte LGBTQ education meetings zu gehen, nur weil sie Cis-Frauen sind und damit sie als Cis-Frau den Umgang mit Trans-Frauen lernen. Aber es wird noch wilder. When they were concerned about the locker room and they sent an email to their administration alongside their parents, their administration responded back with, and I swear I have a screenshot of it. Their administration responded back with, if you feel uncomfortable seeing male genitalia, here's some counseling resources that you should seek. Boah, also wenn sich die Athletinnen darüber beschwert haben, dass sie sich eine Umkleide mit einem biologischen Mann teilen müssen und seine männlichen Genitalien sehen müssen, wurde einfach gesagt, hey, hier sind ein paar Links, darüber kannst du dich informieren. Ich find's einfach nur krass, wie wenig auf die Gefühle der Frauen hierbei eingegangen wird. Denn ich kann es schon verstehen, wenn sich eine Frau dabei unwohl fühlt, sich umzuziehen, wenn sich daneben ein biologischer Mann umzieht und sie seine Genitalien sehen muss. Aber Leute, es gibt noch Hoffnung, denn die Regeln für Transfrauen wurden anscheinend geändert. Transfrauen dürfen künftig nicht mehr an internationalen Schwimmwettkämpfen für Frauen teilnehmen, wenn sie vorher eine männliche Pubertät durchlaufen haben. Das hat der Wassersport-Weltverband FINA beschlossen. Ganz ehrlich, richtige Entscheidung. Denn so haben die Frauen auch mal wieder eine Chance, ihre Wettkämpfe zu gewinnen. Das heißt, mitmachen dürfen Transfrauen nur, wenn sie bis zum 12. Lebensjahr noch nicht in der männlichen Pubertät waren oder wenn sie eine bestimmte Stufe ihrer körperlichen Entwicklung nicht überschritten haben. Beeinflussen lässt sich das zum Beispiel mit Hormonen. Wie fallen die Reaktionen aus? Ganz ehrlich, so muss es auch sein. Man muss halt die Pubertät stoppen, bevor sich diese männlichen Vorteile ausbilden. Und die Reaktionen sind darauf hoffentlich positiv. Denn so verhindert man solche Fälle wie Leah Thomas, die einfach jeden Wettkampf gewinnen und da kann ja keine Frau mithalten bei dem hohen Testosteronwerten. Es gibt eigentlich zwei große Lager. Auf der einen Seite sagen viele Menschenrechtsorganisationen, dass diese neue Regel absolut transphob sei und effektiv alle Transfrauen ausschließt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Transfrauen ihre Hormontherapie erst in den 20ern beginnt. Natürlich ist man wieder transphob. Ganz ehrlich, hier muss man einfach stärker differenzieren. Es geht hier um die Fairness im Sport und nicht darum, ob man jetzt Transfrauen akzeptiert oder nicht. Das ist meiner Meinung nach Schwachsinn, dass man sofort transphob oder menschenfeindlich ist, sobald man nur einen Aspekt kritisiert. Dann gibt es aber auch viele, vor allem ehemalige Schwimmerinnen, die schon lange für eine Regeländerung kämpfen und jetzt davon sprechen, dass diese Regeländerung ein Sieg für die Gerechtigkeit und für die Fairness im Frauensport sei. Meiner Meinung nach ist das ein Sieg für die Gerechtigkeit, denn ganz ehrlich, würde man nicht solche Regelungen haben, würde nie wieder eine Frau in so einem Sport gewinnen. Denn in fast jeder Sportart kommt es auf Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit etc. an und da wären Frauen einfach chancenlos. Was wären die Optionen für Transfrauen? Naja, eine eigene Kategorie oder Klasse macht Sinn. Oder sie machen halt bei den Männern mit. Wenn dir das Video gefallen hat, like das Video, abonniere den Kanal, denn hier wird noch einiges passieren. Schreib gerne in die Kommentare, wie mir das Kleid steht und bis zum nächsten Mal. After 20 fights, I was undefeated. Only one fighter stood between me and the belt. You got this chick, she's nothing. Tiffany Stone!